Moin, liebe Küstenkanalfreunde. Ich bin wieder unterwegs. Heute mal in der Kieler Förde, Außenförde sozusagen, in Falkenstein und versuche da mein Glück. Die letzten Tage war extrem starker Wind und extrem hohes und trübes Wasser. Und der Wind hat jetzt ein bisschen nachgelassen, kommt jetzt so um die 5 aus West. Das heißt, an der offenen Küste wird es schon schwer zu fischen, deswegen habe ich mich für die Förde entschieden. Ich war vor etwa anderthalb Wochen an der offenen Küste unterwegs in Hubertsberg und da waren relativ gute Bedingungen, auch schräg auflandiger Wind, 4, der hat dann zum Nachmittag aufgebriest. Ich habe am Anfang mit der Fliegenrute gefischt, so 2-2,5 Stunden und da war gar nichts. Dann hat der Wind leider so stark zugenommen, dass ich mit der Fliege nicht weiterfischen konnte und habe dann wieder auf meinen Light Tackle umgebaut. Und mit dem Light Tackle habe ich tatsächlich dann auch noch eine Forelle gefangen. Und die Bedingungen waren aber schon echt hart. Wir hatten 4 Grad Außentemperatur, auflandiger Wind, 5 Grad Wassertemperatur, das war schon echt krass. Und leider habe ich wieder vergessen, meinen Handschuh auszuziehen beim Fischlösen. Und das sieht man im Video auch, aber die Finger waren so kalt und der Handschuh war unheimlich nass. Das habe ich in dem Moment total vergessen. Naja, wie dem auch sei, da habe ich auf jeden Fall einen Fisch gefangen. Auch wieder mit meinem Durchlaufblinker, mit dem Salty, mit dem Blau-Silber. Und insofern war das dann doch noch ganz erfolgreich.
Ja, die letzten Tage war extrem starker Wind. Wir hatten bis Windstärke 10 aus West und das waren extrem harte Bedingungen. Und da konnte man auch wirklich definitiv dann nicht fischen. Böck-Leuchtturm sind wir spazieren gewesen und haben da mal, ich sag mal, die Bedingungen aufgenommen im Film. Und das war schon echt hart. Man sieht auch, die Trübung im Wasser ist extrem gewesen. Naja. Aber der Wind hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Hier sind im Windschatten jetzt in der Förde sind relativ gute Bedingungen, aber es ist natürlich immer noch extrem kalt mit 4 Grad und 4 Grad, also 4 Grad Außentemperatur, 4 Grad Wassertemperatur. Aber das Wasser ist bewegt, leicht trübe. Wir haben hier vorne eine Trübungskante. Ich habe eben schon einen Fliegenfischer getroffen, der hatte eine 60er Forelle, die er mitgenommen hat. Und auf eine Polar Magnus, und er sagte, die hat er ganz vorne im Spülsaum, hat er den Biss noch gehabt. Also die sind wahrscheinlich wirklich relativ dicht unter Land und versuchen hier im Nahbereich schon die erste Nahrung zu finden. Ja, ich werde es jetzt noch ein bisschen weiter probieren, mal gucken, was noch geht. Wenn ich einen Fisch fange, werde ich natürlich berichten, aber ansonsten dann eben halt beim nächsten Mal.